Hallo, ich möchte Ihnen zeigen, wie man eine VDL-Simulation mit dem Simulator ModelSim durchführt. Und als Anwendungsbeispiel dafür werden wir eine serielle Datenübertragung betrachten. Eine solche Datenübertragung gibt es zum Beispiel bei I²C, bei SPI. Das ist in der Digitaltechnik sehr verbreitet. Und ganz konkret schauen wir uns eine PS2-Tastatur an. Diese PS2-Tastatur hat zwei Signalleitungen, und zwar Clock für den Takt und Data für ein Datensignal, für die übertragenen Daten. Das ist deswegen ganz schön, dieses Signal, dieses Protokoll, weil viele FPGA-Boards haben einen solchen PS2-Anschluss. Tastaturen mit PS2 sind auch oft vorhanden. Man kann die Schaltung also schön einfach ausprobieren. Und wir werden die Schaltung hier simulieren mit ModelSim 10.1e. In der Altera Starter Edition gibt es dieses Programm kostenlos. Um zu verstehen, was die Simulation macht, gucken wir uns mal genau an, wie das von der Logik her abläuft. Die Testbench muss die Daten einer PS2-Tastatur erzeugen. Das heißt, in der Simulation haben wir natürlich keine Tastatur vorliegen. Die Testbench muss also so tun, als wäre sie eine PS2-Tastatur und diese beiden Signalleitungen, Clock und Data erzeugen. Also das sehen Sie hier im Diagramm. Von der Tastatur kommt KW Clock und KW Data. Und das PS2-Protokoll funktioniert so, dass bei jedem Tastendruck, beim Halten einer Taste und auch beim Loslassen einer Taste das angezeigt wird durch ein oder mehrere Bytes. Diese Bytes, 8 Bits, werden noch ergänzt um ein Startbit, das ist immer 0, Parity, zur Erkennung von Fehlern, Stopp-Bit immer 1. Also 11 Bit werden übertragen und diese 11 Bit werden angezeigt durch den Takt, der von der Tastatur kommt. Keyboard Clock. Der Takt geht von 1 auf 0 und wieder auf 1 und zeigt damit an, das erste Bit, das zweite Bit und das 11. Bit von diesem Datenwort wird auf der Datenleitung jetzt gerade übertragen. Das werden wir in der Testbench erzeugen und in der Testbench werden wir den Wert 1C in Hexadezimal dort darstellen. So, wie machen wir das? Schauen wir uns mal kurz die VDL-Dateien an. Das hier ist die Datei KB Input, die ist dieser Empfänger für das PS2-Signal, also das ist die Schaltung, die tatsächlich später mal auf dem Chip, auf dem FPGA implementiert werden soll. Die hat einen Takt- und ein Reset-Signal als Eingang. Hier kommt KW Data und KW Clock von der Tastatur. Und der Ausgang ist einmal Byte. Das ist das Ergebnis, was empfangen wurde. Und Valid gibt an für einen Takt. Jetzt wurde ein komplettes Wort übertragen und damit kann dann die nachfolgende Schaltung weiterarbeiten. Das Verhalten der Schaltung finden Sie in der Architecture. Da gibt es zwei Signale für den Takt in verzögerter Variante, um einen und um zwei Takte verzögert, das werden Flipflops. Und es gibt den Zähler, der mitzählt, das wievielte Bit in diesem Datenwort übertrage ich gerade. Hier vorne ist jetzt der Prozess. Wait until rising edge von Clock gibt an, ich habe einen synchronen Takt, einen synchronen Prozess. Mit Reset wird die Schaltung auf den Startwert gesetzt. Und hier folgt jetzt das eigentliche Verhalten der Schaltung. Takteingang wird zunächst in einem ersten Flipflop gespeichert, um es in die Schaltung zu übernehmen. Dann in einem zweiten Flipflop gespeichert als vorheriger Wert. Valid wird auf 0 gesetzt. Jetzt kommt eine große If-Abfrage, die überprüft, habe ich eine steigende Flanke am Takt. Wenn das verzögerte Signal 0 und das danach folgende Signal von Takt 1 ist, dann habe ich eine steigende Taktflanke. Der Counter erhöht sich um den Wert 1 und abhängig, wie der Counter gerade steht, weiß ich, welches Bit übertragen wird. Bei 0 ist das Startbit übertragen, bei 1 und so weiter sind die Datenbits, die übertragen werden. Zum Schluss kommen Parity und Stopbit. Und die Daten, die übertragen werden, werden nacheinander in dieses Byte, den Ausgangswert, übertragen. Beim letzten Bit wird der Zähler wieder auf 0 gesetzt und das Valid-Signal geht für einen Takt auf 1. Das ist also die Funktion. Schauen Sie sich die Schaltung vielleicht nochmal an. Sie finden die Dateien, die VDL-Dateien, die Sie hier sehen.
Zum einen im Lehrsystem für die Hochschulangehörigen und ansonsten auch auf meiner Homepage. Die zweite Datei, die wir brauchen, ist die Testbench. Testbench hat auch hier wieder eine Entity, die ist aber leer, weil keine Daten hineingehen, sondern das ist ja eine Hilfsschaltung für die Simulation, eine Hilfsdatei für die Simulation. Die Architecture hat hier die internen Signale der Testbench. Dann kommt die Takterzeugung. Alle 20 Nanosekunden wechselt der Takt seine Polarität. Hier wird das Untermodul, was simuliert werden soll, aufgerufen. Interne Variable für die Testbench. Und jetzt kommt das Verhalten der Schaltung. Es gibt ein Reset-Signal, was auf 1 gesetzt wird und dann für 80 Nanosekunden auf 0 gesetzt wird. Nach 80 Nanosekunden auf 0 gesetzt wird. Takt auf 1, Daten auf 1, 50 Takte warten, um erstmal so einen Start der Schaltung zu ermöglichen. Hier wird das Datenwort 1C definiert, was ich übertragen möchte. Und mit diesem Datenwort werden hier die 11 Bits von meinem übertragenen Wort zusammengestellt. Startbit 0 ersetzt, Parität und 1 als Stopbit. Jetzt kommt eine Schleife, wo in 11 Durchläufen diese 11 Bits von dem PS2-Wort übertragen werden. Und ganz am Ende kommen nochmal 100 Takte, um die Schaltung auslaufen zu lassen und hier ein Stoppbefehl für die Simulation. So, jetzt starten wir den Simulator. Den Simulator finden Sie bei den Altera-Dateien und das hier ist jetzt der Startbildschirm. Zunächst mal wird ein Projekt erzeugt, File, das können Sie jetzt leider nicht sehen, New Project. Project nenne ich KB underscore Input und auch die Projektlocation, die liegt bei mir unter D. Daten KB underscore Input. Die Library ist Work und die Settings können Sie so lassen. Okay, Directory wird erzeugt. Er fragt mich jetzt, ob Dateien hinzugefügt werden soll. Ja, ich möchte diese beiden VDL-Dateien, die ich Ihnen gerade gezeigt habe, hinzufügen. Add existing file, browse. Da sind wir jetzt hier bei KB Input. Das KB Input und Steuerung gedrückt halten. SIM-KB Input öffnen. Okay, die möchte ich und close. Die möchte ich beide hier vorne hinzufügen. Die sind jetzt hier im Projekt drinne. Und jetzt kann ich zunächst mal als ersten Schritt die beiden kompilieren. Compile all. Das hat geklappt. Sie sehen hier die grünen Häkchen. Und dann starte ich jetzt die Simulation. Simulate. Start Simulation. Was möchte ich simulieren? Ich bin im Work-Verzeichnis. Die Testbench möchte ich simulieren. Und zwar die Architecture, die SIM heißt. Gibt nur eine. Okay. Jetzt startet er hier den Simulator. Sie sehen links die Hierarchie von meinen VDL-Dateien. Das ist hier die Testbench und darunter befindet sich die Schaltung, die erprobt wird, das Design einer Verification. Hier sind die Signale auf dieser Ebene. Hier sind die Signale, die angezeigt werden. Und hier ist die Konsole mit den Ausgaben. Erster Schritt ist, dass ich jetzt festlege, welche Signale angezeigt werden. Und da möchte ich von der obersten Ebene erstmal alle anzeigen. Ich kennzeichne die hier mit Shift alle und ziehe die rüber. Außerdem möchte ich in dem Untermodul noch diesen Zähler anzeigen. Der zählt ja mit, bei welchem Stand ich gerade bin. Damit man es unterscheiden kann, mache ich hier nochmal ein Add Divider. Den nenne ich jetzt hier mal Untermodul. Okay. Und ziehe diesen Zähler darüber. Jetzt kann ich die Simulation starten. Dafür sind diese Bedienknöpfe hier oben da. Es gibt hier dieses Run All. Und damit lasse ich die Simulation komplett durchlaufen. Das hat er jetzt gemacht. Er springt hier vorne auf diesen Stoppbefehl. Ich gehe wieder auf Wave. Und hier ist jetzt das Ergebnis der Simulation. Da muss ich ein bisschen rauszoomen. Ich mache mal gleich Zoom Full und sehe jetzt hier die komplette Simulation. Und das sieht schon mal so ähnlich aus wie das, was Sie gerade auf der Folie gesehen haben. Also hier ist der Keyboard Clock, der Takt und Keyboard Data. Das sind hier die Daten, die übertragen werden.
Wir zoomen mal ein bisschen rein und erkennen hier oben den Systemtakt. Einmal rein und haben hier jetzt die einzelnen Eingangssignale. Und hier vorne beginnt der Ausgang. Das Valid-Signal wird hier zum Schluss einmal auf 1 gesetzt. Und das hier ist das Ergebnis, was von dieser seriellen Übertragung erkannt wurde. Das kann man nicht so schön erkennen, diese Bitfolge. Deswegen gehen wir hier vorne mal auf Radix, hexadezimal und sehen hier, das fängt nach dem Reset mit 0 an. Und hier vorne wird dann Schritt für Schritt die einzelnen Bits eingetragen. Und 1c, das ist genau das Ergebnis, was ich hier haben wollte. Also klappt wunderbar. Hier nochmal ein Blick auf diesen internen Zähler. Ein bisschen rüber hier. Countint ist das. Auch der ist hier in Bits dargestellt, nicht so schön zu erkennen. Darum Radix unsigned, das ist eine Zahl ohne Vorzeichen, 0 bis 10 und zum Schluss springt er wieder auf 0, ist also bereit für den nächsten Datenwort, was er empfangen wird. Okay, das hat wunderbar funktioniert. Jetzt möchte ich Ihnen noch mal kurz zeigen, wie Sie Änderungen in der Testbench oder auch in im Design-File einbauen können. Und um das mal am kleinen Beispiel zu zeigen, gucken wir uns den Reset an. Der ist hier vorne. Den gucken wir uns nochmal genauer an, zoomen da mal ein bisschen rein. Nochmal einen weiter reinzoomen. Und wir sehen, das Reset-Signal ist am Anfang der Simulation hier auf 1 gesetzt. Und zwar, nochmal weiter reingezoomt, hier vorne bis zum Zeitpunkt 80 Nanosekunden. Das wollen wir jetzt mal ändern. Das ändert sich gleichzeitig hier mit dem Takt. Das ist jetzt nicht so kein Problem, aber wir wollen den auf 90 Nanosekunden ändern. Dazu gehen wir hier vorne in die Datei wieder rein für die Testbench. Hier vorne hatten wir gesagt, dass nach 80 Nanosekunden der Reset auf 0 gehen soll. Das ändern wir mal auf 90. Und um auch nochmal zu zeigen, wie die Kompilierung abläuft, baue ich da mal absichtlich einen Fehler ein. Ich mache mal versehentlich hier vorne eine A hin. Habe mich einfach vertippt. Abspeichern. Ich gehe wieder hier vorne in den Simulator und mache wieder Compile All. Und Sie sehen hier vorne, rote Schrift gibt es an, die Kompilierung von SimKB Input failed with two errors. Doppelklick und er sagt mir hier vorne, in Zeile 45 hat er den unbekannten Text A0. Genau. Wir gehen wieder in den Editor, Zeile 45, A0, richtig, wir wollten eine 90 hin haben. Abspeichern, Simulator, Compile All und jetzt haben Sie hier vorne alles grün, zweimal kompiliert, kein Fehler, wunderbar. Diese neu übersetzten Dateien, die neu übersetzte Simulation muss ich jetzt wieder aufrufen, das mache ich mit Restart, das ist hier vorne dieser Button, Restart. Er fragt mich, was ich behalten möchte an Infos. Ich möchte alle Einstellungen, die ich habe, behalten. Insbesondere auch die Auswahl, welche Signale ich angezeigt haben möchte. Okay. Und wieder Run All. Komplett durchlaufen lassen. Er lädt jetzt die geänderte Testbench nochmal wieder rein. Ich gehe wieder auf die Gesamtanzeige erstmal. Das sieht hier noch unverändert aus. 1C. Valid kommt raus und zum Schluss ist er auf 0. Jetzt zoomen wir mal hier vorne wieder rein auf den Anfang und tatsächlich da vorne ist der bei 90 Nanosekunden, ist der Reset zu Ende, genau wie gewünscht. Also hat die Änderung der Testbench funktioniert. Ja, wenn Sie sagen, Sie möchten jetzt auch mit diesem System arbeiten, können Sie verschiedene Erweiterungen da probieren. Zunächst mal einfacher Schritt, um das kennenzulernen. Können Sie ein anderes Datenwort übertragen? Wir haben ja 1c übertragen. Übertragen Sie einfach ein anderes Datenwort und schauen Sie, ob die Änderung der Testbench auch in der Simulation ankommt. Wichtiger Test, den wir nicht gemacht haben, ist die Übertragung mehrerer Datenworte. Das heißt, nach der Übertragung von diesem einen Wort ging der Zähler ja wieder auf 0. Das war schon mal ein gutes Zeichen. Aber die Frage ist, klappt es, wenn ich jetzt ein weiteres Datenwort übertrage? Das sollten wir auf jeden Fall überprüfen. Das heißt, in der Testbench sollten 2, 3, 4 Datenworte übertragen werden. Und Sie sollten überprüfen, ob die tatsächlich dann zu einem Valid und zu einer korrekten Anzeige aus dem Ausgang Byte führen. Weitere Möglichkeiten zur Erweiterung ist die
Möglichkeit, dass sich jetzt die Schaltungen selber auch nochmal erweitern und dort sinnvolle weitere Funktionen einbauen. Erste Möglichkeit wäre Parity, Start und Stop-Bit überprüfen. Die haben gewisse Werte, die sie einnehmen wollen. Das haben wir aber nicht in der Schaltung überprüft. Das wird aber Sinn machen für eine gute Schaltung, dass dort gecheckt wird. Startbit soll 0 sein, ist das der Fall? Stoppbit soll 1 sein. Parity entsprechend des Datenwortes. Ist das überhaupt korrekt? Wenn nicht die erwarteten Werte empfangen, dann sollte Valid auch nicht auf 1 gesetzt werden, sondern auf 0 bleiben. Das wäre eine erste Erweiterung. Eine zweite Erweiterung wäre der Neustart des Zählers bei fehlerhaftem Zählerstand. Was ist damit gemeint? Der Zähler zählt hier immer von 0 bis 10. Wenn er sich dabei einmal verzählt und durcheinander kommt durch einen falschen Eingangsfolge, dann hat der Zähler aber nicht die Möglichkeit, daraus wieder sich zu korrigieren, das wieder auf den korrekten Startwert zu kommen. Und das wäre schon schön, wenn die Schaltung das schafft. Das heißt, bei einem falschen Wert nach der Übertragung eines Datenwortes sollte der Zähler nach einer gewissen Zeit auf 0 gesetzt werden. Das kriegt man hin, indem überprüft wird, wie lang die Pause zwischen zwei PS2-Takten ist. Wenn die zu lang ist, dann ist ein Datenwort beendet und wenn dann der Zähler nicht auf 0 ist, dann gab es anscheinend ein Problem und der Zähler sollte dort korrigiert werden. Wie lang diese Pause sein kann, das sollten Sie herausfinden. Das heißt, da muss man in die PS2-Spezifikation gucken und nachschauen, wie lang die Pause zwischen zwei PS2-Takten sein darf. Beide Erweiterungen sind in der Schaltung, müssen aber durch die Testbench überprüft werden. Und da müssen Sie zwei Dinge überprüfen. Zum einen, funktioniert überhaupt die alte Funktion, die normale Übertragung von Daten weiterhin? Und die gewünschte Funktion funktioniert die ebenfalls. Das heißt, beide Sachen müssen von Ihnen gecheckt werden. Okay, viel Spaß dabei.